So Leute, und herzlich willkommen zu meinem Video Was ist Judge Academy? Aus der Videoreihe Wie werde ich zum Judge? Das hier ist der erste Teil, damit ihr wisst, wer euch begleitet. Ich bin der Marc. Im Internet nennen mich die meisten Leute einfach Blacky. Ich bin jetzt offiziell seit, ich glaube, knapp einem Jahr Level 1 Judge. Aktuell auf dem Weg zum Level 2, kurz vor der Prüfung. Das ist jetzt noch nicht so lange, aber wie gesagt, offiziell. Inoffiziell war ich schon sehr, sehr lange der Regelguru bei uns und habe auch mich mit mehreren Seiten wie Judge-Apps und anderen Sachen auseinandergesetzt, wo es eben auch schon vorher Tests, Prüfungen und Ähnliches gab. Ich habe nur nie den Schritt gemacht, das als offiziell anzugeben. Auch für die Tournaments, die bei uns gelaufen sind, egal ob im privaten Kreis oder auch etwas größer, habe ich als Judge gearbeitet, von der Spielerschaft anerkannt. Natürlich, sobald Spieler von außerhalb dabei kamen, war es immer ein bisschen was anderes. Aber dadurch, dass wir auch viel unter uns gespielt haben, beziehungsweise in unserem Laden dann auch ganz oft untereinander gespielt haben, wurde es einfach als Judge gewertet. Vor einem Jahr dann kam dann Judge Academy Online und ich dachte mir, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es wieder niemals. Also habe ich mich hingesetzt, habe mich bei Judge Academy eingeloggt, einen Account erstellt und habe gesagt, hier, ich würde gerne Judge werden. Habe dann die ganzen Sachen durchlaufen, die ich mit euch in dieser Videoreihe durchgehen möchte. Und bin so dann Level 1 geworden und wie gesagt, aktuell auf dem Weg zu Level 2, auch wenn da noch so ein, zwei Hindernisse im Weg stehen. Welche das sind, das sehen wir wahrscheinlich im übernächsten Video. Dieses Video erstmal, was ist Judge Academy? Hier seht ihr noch einmal die Videoreihe, wo es darum geht, welche Videos noch kommen werden, beziehungsweise wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. An dieser Stelle einmal, dieses Video ist nicht gesponsert von Judge Academy oder Wizard of the Coast oder ähnlichem. Dieses Video ist komplett auf meinem Mist gewachsen. Wenn da irgendwas nicht stimmt oder ähnliches, bin ich dafür verantwortlich, ich schuld. Ich hoffe aber, ich habe an alles gedacht und mache jetzt nicht die größten Fehler. Nun geht es zur großen Preisfrage, worum geht es bei Judge Academy? Bei Judge Academy geht es in erster Linie um den Weg zum oder als Magic the Gathering Judge. Auch für andere Spiele soll Judge Academy genutzt werden, aber aktuell gibt es auf dieser Seite nur den Magic the Gathering Judge. Des Weiteren soll eine stetige Fortbildung von einem selber, wie auch eine Weiterbildung der kompletten Community erfolgen. Meiner Erfahrung nach bietet Judge Academy jedem eine Möglichkeit, seinen eigenen Weg als Judge zu gehen und sich auf seine eigene Weise weiterzuentwickeln. Kommen wir zu den Zielen von Judge Academy. Judge Academy hat mehrere Ziele. Ich habe jetzt nur ein paar aufgelistet, die wirklich auch offiziell auf der Seite draufstehen. Dabei geht es um qualifiziertes Eventpersonal für alle Spiele zu schulen und zu zertifizieren. Des Weiteren ist es wichtig, eine Kommunikationsressource für die Interaktion der Judges untereinander bereitzustellen. Und das dritte große Ziel ist es, Veranstaltern zu helfen, genau das Personal zu finden und zu entwickeln, das zum Erfolg ihrer Projekte beiträgt. Kommen wir jetzt zu den Werten von Judge Academy. Worum geht es im Allgemeinen? Es geht um Gemeinschaftsbildung, also die Bildung der Community. Es geht um Bildung und Wachstum, also die persönliche Weiterbildung. Des Weiteren geht es um Mentoring und Feedback, wirklich um die Möglichkeit, mit anderen Judges zu interagieren und eben auch von ihnen zu lernen. Fairness und Inklusion sind zwei für mich persönlich sehr hoch angesehene Werte innerhalb der Judge Academy. Die persönliche Entwicklung, die sich eben nicht auf nur das Judgen bezieht, sondern wirklich auch darauf, wie ich persönlich mich weiterentwickeln kann, frei vor Leuten spreche oder eben auch lerne, aus meinem Schatten herauszutreten. Die Integrität zu wahren, ist für Judge Academy natürlich auch sehr wichtig, ähnlich wie den Service, den es bietet für andere Leute. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum solltet ihr euch überhaupt für Judge Academy interessieren? Judge Academy ist eben die Seite, wo ihr hingeht, um Magic Judge zu werden. Aber um Magic Judge zu werden, muss man, so wie ich das finde, mehrere Sachen schon von vornherein mitbringen. Das erste und wichtigste Kriterium für mich, Regelfestigkeit. Wenn ihr bei euch in der Gruppe derjenige seid, der nach Regeln gefragt wird, der gefragt wird, ey, wie funktioniert denn die und die Interaktion? Oder eben, ich bin mir unsicher, kannst du mir das nochmal erklären? Dann ist das schon mal ein guter Schritt. Wenn ihr dann noch dazu bereit seid, wirklich eine Lernmotivation zu entwickeln und euch eben fortzubilden mit jedem einzelnen Set oder eben auch zurückzugehen in Zeiten, wo die Regeln nicht so klar waren und dort eben neue Sachen zu lernen, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine der für mich vier Kriterien, die ihr wirklich mitbringen könnt. Des Weiteren finde ich es sehr wichtig, dass man mit den anderen Judges interagiert. Es ist nicht so, dass man untereinander immer Friede, Freude, Eierkuchen haben muss. Nein, man muss auch verschiedene Ansichten haben, man muss verschiedene Einstellungen haben und auch verschiedene Sichtweisen auf Dinge, um eben überhaupt eine Diskussion zu erreichen oder miteinander überhaupt ins Gespräch zu kommen. Dennoch sollte man irgendwo trotzdem community-orientiert sein und eben auch teamfähig bzw. teambildend interagieren können, um eben dort erfolgreich zu sein. Gerade wenn ihr das Judge an solches noch weiter ausführen wollt und auch auf größeren Events
euch beweisen wollt oder eben auch dort sein wollt, um der Community zu helfen, ist es sehr vorteilhaft, wenn ihr irgendwie in Richtung Eventlogistik oder Eventmanagement irgendwie Interesse dran habt oder zumindest dem Ganzen nicht abgeneigt seid. Und dann last, aber auf keinen Fall least, das Interesse, sich weiterzubilden, größer zu werden, besser zu werden und eben sich fortzubilden, weiterzubilden und zu entwickeln. Ein wichtiger Teil für mich von der Judge Academy ist einfach, mich selber besser zu verstehen, Sachen besser regeln zu können und einfach für mich eine bessere Person zu werden. Das Ganze hier nochmal als Bild für euch. Dann kommt der Judge Academy Lehrplan. Wie funktioniert die Weiterbildung in Judge Academy? Es geht darum, Kernkompetenzen herauszubilden. Dabei geht es hauptsächlich wirklich um die Regelungen oder die Regeln oder eben wie welches Vergehen gehandelt wird. Ebenfalls, wie gerade eben schon gesagt, Eventmanagement. Es geht darum, dass ihr euer eigenes Event starten könnt, wisst, wie die Abläufe sind und eben gut bis zum Ende durchhaltet. Die andauernde Weiterbildung ist ebenfalls ein großer Aspekt, welcher aktuell vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, aber in Zukunft auf jeden Fall kommen wird und die wir schon so oft angesprochene Gemeinschaftsbildung der Judges untereinander. Hier seht ihr zwei wichtige Links. Einmal der Judge Academy Blog. Dabei handelt es sich um die News-Seite sozusagen, wo eben neuere Sachen immer wieder angekündigt werden oder eben auch Sachen für die Community oder aus der Community besprochen werden. Des Weiteren gibt es bei Judge Academy einen Code of Conduct, einen Verhaltenskodex für die Judges. Diesen könnt ihr dort einsehen. So, kommen wir zum Kurssystem. Das Kurssystem bei Judge Academy besteht aus ziemlich einfachen Teilen. Wir haben erstmal ein Lehrvideo, in dem euch audiovisuell die Inhalte des Seminars bzw. des Kurses weitergegeben wird. Dann haben wir dasselbe nochmal in Textform bzw. eben das Skript, um es nochmal nachzulesen, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder euch eine genaue Information raussuchen möchtet. Der Kurs endet dann mit einem kleinen Quiz, wo es darum geht, ob ihr das Gelernte auch verstanden habt. Wenn dies alles der Fall ist, könnt ihr im Kurssystem einen Schritt nach unten gehen. So sieht zum Beispiel ein Kursbaum aus. Dieser Kursbaum ist nicht komplett vollständig, da fehlen ein paar Sachen, aber das werden wir im Laufe dieser Videoreihe auf jeden Fall nochmal genauer betrachten. Kommen wir zum Judge-System. Wir haben verschiedene Level von Judges. Wir haben erstmal den Rules Advisor. Beim Rules Advisor geht es darum, einem Spieler einen Einstieg in die Community zu geben und eben sich selber in The Magic-Regeln und der Interaktion zu festigen. Dieser Status ist auf jeden Fall wichtig, damit man den Level 1 Judge erreichen kann. Der Rules Advisor ist ein besonders in den Regeln gefestigter Magic-Spieler, welcher dies auch gerne an den Tag legt. Ein Level 1 Judge ist schon eine höhere Stufe. Nicht nur, dass der Level 1 Judge eben auch die gefestigten Regeln innehaben muss, sondern er muss auch eben eine Servicefähigkeit haben, um die Durchführung von kleinen Events innerhalb von Geschäften, zum Beispiel eurem Local Game Store, an einem FNM durchführen können. An einen Level 1 Judge werden eben genau diese Tournament Organization Sachen zumindest im kleinen Rahmen schon weitergegeben, wie das Judging on Regular. Ein Level 2 Judge hingegen wird zur Durchführung von Veranstaltungen bei Competitive RALs zertifiziert und ist meistens wesentlich regelfester als ein Level 1 Judge, hat meistens auch mehr Erfahrung. Sie sind für die meisten Competitive Events zuständig und repräsentieren den Großteil der Floor Judges auf großen Turnieren. Wenn ihr zum Beispiel zurück an eine Card Market Series denkt. Kommen wir dann zum Level 3 Judge. Ein Level 3 Judge ist ein Experte der Regeln und ein Leiter der Premier Organized Plays. Also es geht darum, dass er Turniere und so weiter sehr gut leiten kann. Sie sind meistens die Leiter der Floor Judges, eben hier auch eine Führungsrolle in dem Moment eher und führen viele andere Premier Events durch, ist aber auch meistens bereit, Fachwissen und Wissen mit anderen Judges zu teilen und eben mit ihnen auch Seminare oder ähnliches durchzuführen. Das können auch Level 2 Judges, kann sogar theoretisch ein Level 1 Judge, weil die Level selber nicht unbedingt das aussagen, was man ist. Gerade wenn man auf dem Weg von Level 1 zu Level 2 ist, fühlt man sich oftmals eher wie ein Level 2 Judge und wird von anderen Leuten auch eher als ein Level 2 Judge zum Beispiel wahrgenommen. Offiziell ist man aber noch ein Level 1 Judge. Hierbei geht es wirklich nur darum, was von den Leuten auf welchem Level erwartet wird. Wenn man darüber hinaus etwas tun möchte, ist es gar kein Problem. Nur das sind so, man könnte sagen, die Mindestanforderungen. Und jetzt eine Sache, die ich persönlich sehr oft gehört habe, sehr oft diskutieren musste und den Leuten ganz, ganz oft erklären musste, weshalb das auch innerhalb dieser Videoreihe mehrfach erklärt wird. Blacky, ich habe gehört, wir müssen jetzt Geld zahlen, um Judge zu sein. Ja, aber nein. Hier seht ihr eine Aufstaffelung darüber, wie man Geld zahlen muss, ob man Geld zahlen muss, und so weiter und so fort. Als Rules Advisor muss man kein Geld bezahlen. Der Level 1 Judge, also der erste wirkliche Judge, kann man nach dem Abschluss der Level 1 Prüfung offiziell
Level-1-Judge sein, indem man $100 im Jahr an eine Membership bezahlt. Diese gilt dann für ein Jahr und ist in der Judge Academy zu erhalten. Dasselbe gilt für Level 2 bzw. Level 3. Da sind es eben $200 bzw. $400. Dann besteht natürlich die Frage, was hat man davon? Warum sollte man überhaupt Geld bezahlen? Der erste und offensichtlichste Aspekt, den Judge Academy einen vorwirft, sind Judge Foils. Man bekommt pro Level verschiedene Arten von Judge Foils, die man eben innerhalb dieses Jahres dann bekommt. Das ist der offensichtliche Teil. Man hat noch ein paar andere Benefits, aber die halten sich in Europa, gerade in Deutschland, auch aktuell noch ziemlich in Grenzen. Aber mal sehen, was da noch kommen sollte. Für mich viel wichtiger, man hat Zugriff auf die Judge-Forums und Plattformen. Man kann zum Beispiel mit Judges innerhalb des Forums interagieren. Des Weiteren kann man sich auch mit anderen Judges auf sogenannten Judge-Conferences austauschen. Was Judge-Conferences sind, wie sie ablaufen und warum sie sehr wichtig sind, dazu mache ich sogar ein eigenes Video. Und der letzte und für mich wichtigste Aspekt, man ist offizieller Judge und somit Teil der Judge-Community. Das heißt, man darf eben auch offiziell diese Events judgen und eben weiter sich damit auseinandersetzen. Um nochmal zurückzugehen, wichtig ist hier, dass man erst nach Abschluss der Level 1 Prüfung diese $100 überhaupt bezahlen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Judge Academy vollkommen kostenlos und man kann es eben auch benutzen, um sich weiterzubilden. Man kann auch sagen, dieses Jahr möchte ich nicht judgen aufgrund von irgendwelchen anderen Aspekten. Dann kann man das eben auch aussetzen und kann es in einem Jahr wieder einsetzen. Ihr seht in der Präsentation oben das Datum. Diese Präsentation ist relativ weit in der Vergangenheit für euch. Dementsprechend mache ich einen Blick in die Zukunft. Es kann sein, dass vieles von dem, was ich jetzt erzähle, schon richtig implementiert ist. Es kann aber auch sein, dass es erst noch kommt. Die Zukunft der Judge Academy, gerade im Bereich Magic, ist relativ gefüllt. Aktuell sind die Level 2 und Level 3 Kurse im Aufbau, also die Module, Videos, Text und die Tests. Des Weiteren wird eine Sprachanpassung auf verschiedene Sprachen ausgeführt, auch auf Deutsch. Vieles auf Judge Academy ist schon auf Deutsch übersetzt. Judge Academy selber ist aber in Amerika beheimatet. Dementsprechend ist die Übersetzung manchmal nicht absolut akkurat. Hingegen die Übersetzung der Tests, Module und Ähnliches ist relativ gut gelungen. Es soll ein Eventkalender entstehen, der eben auch von Leuten genutzt werden kann, die eben ein Event starten wollen, um eben dort geeignete Judges zu finden. Des Weiteren sind Auffrischungskurse geplant, um eben die Judge-Rolle frisch zu halten, an Regeländerungen anzupassen oder einfach nur, um sich weiterzubilden. Damit haben wir den ersten Schritt meiner Videoreihe hinter uns. Wir haben das Video Was ist die Judge Academy hiermit beendet. Als nächstes kommt das Video Wie werde ich ein Rules Advisor? Das dürfte in sehr, sehr naher Zukunft kommen und zeigt eben den Start in die Videoreihe Wie werde ich ein Judge? Nachdem wir die kompletten Grundsachen schon geklärt haben. An dieser Stelle hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr da Interesse dran habt. Ich habe ein paar Leuten das Ganze schon erklärt. Ich habe das Judge Academy System sehr oft mittlerweile in meinem Freundeskreis, in meinem privaten Freundeskreis, wie auch online, relativ viel erklären müssen. Es kam immer mindestens fast eine Stunde Audio bei rum. Deswegen dachte ich, mache ich diese Videoreihe. Und ich hoffe, ihr seid interessiert daran, eben mit mir diesen Weg zu beschreiten, wie man ein Judge wird und dieses Gebilde Judge einmal aufzubröseln, um zu sehen, was ist ein Judge? Was muss ein Judge wirklich machen? Was muss ein Judge können? Bin ich vielleicht selber bereit, Judge zu werden? Oder eben, warum bin ich nicht bereit, Judge zu werden? Hier noch einmal meine Quellen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Sage. Ciao, ciao.